Da liegt eine nackte Frau. Haben, 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 haben. Aber ich komme nicht rein, verdammt. Dreck. Es gibt eine Frau jenseits des Lichtschleiers. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ich will da rein. Okay. geht nicht. Gut, gehen wir wieder raus. Und gehen wir den offiziellen Weg. Bubudu, bubudu. Und wir sind im Engelsturm. Das erinnert mich doch irgendwie an Inka-Ruin. Und eine elendig lange Treppe. Und zwei Wege, das freut mich doch. Und nein, ich sehe da oben ist ein Riss in der Wand und neue Gegner, Phantome, die es glaube ich schon in Breath of Fire 2 gibt. Und ja, ich könnte ihn mit Heilzauber besiegen, denke ich doch mal, aber na gut. So, was habe ich jetzt gemacht? Typhoon, ne, ich mach mal Wurfattack. Wurfattack. Was mache ich jetzt? Soll ich nochmal rausgehen und nochmal mit Momo rein und die Wand da aufschießen? Toad! Ja, Instant-Kill-Möglichkeit. Toll! Soll das immer wehtun? Das ist leicht unterzukriegen. Okay, erst. Soll das immer wehtun? Ja, gar kann ich sterben. Prinzipiell schlecht. Einmal gar. Hier machen wir den blöden Cerberus da kalt. Und du mach mal den Phantom kalt. Phantomas. Ja, die Viecher nerven mir ein wenig. Ich glaube, es gibt auch irgendwas, was Schutz vor Todesattacke gilt. Wobei, eigentlich treffen diese Dinger auch nie. Aber, das ist wieder übertypisch, dass es jetzt trifft. Grunz, Grunz. Mach mir platt jetzt endlich. Gut, tot ist er. Mäh. Ja, super. Okay. Kann ich hier wechseln? Kann ich hier Leute auswechseln? Das wäre klasse. Nein, kann ich nicht. Mitstreiter wechseln. Gut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schneide mal wieder kurz und dann hole ich kurz Momo hier rein, mach die Tür auf und dann sehen wir weiter. Also bis gleich. So, ich habe Momo im Team. Ich musste Nina rausnehmen, da ich ohne gar nicht in den Turm komme. Und da schießt man diese Scheißwand auf und dann... Gegner. Was machen die Viecher hier drinnen? Tja. Ist etwas ungünstig ohne Nina, aber naja. Ich werde gleich wieder übrigens rausgehen, hol mir wieder Nina rein, statt Momo, denn ich brauche gar hier leider. Was heißt leider? Ich muss gar hier rein halt. Ich komme sonst hier nicht in den Turm. Das sagen die Wachen am Anfang. Kein Urkania und bla bla bla, du dürfst nicht rein. Deswegen muss ich gar im Team haben während des Turms hier. So, aber jetzt werde ich erstmal gucken, was da drin ist. Und gar levelt ab. Ja, gerade die zwei, drei Kämpfe draußen haben fast den Level abgebracht. Aber ich bin dann geflüchtet, weil ich keine Lust hatte, darauf zu kämpfen. So, wo geht's denn hier lang? Hier gibt es Kisten, Mondträne und Diamantenring. Cool. Das bringt. Mondträne wird hier irgendwas sein. Klugsam habe ich übrigens draußen noch gefunden auf den Rausweg. Beim Runterspringen habe ich mir nicht zufällig über eine Kiste gestolpert. Mondträne, wo sind die? Mondträne sind SP und Status. Cool. Gut, und der Ring. Diamantenring. Ja, soll ich dir den geben? Was bringt der? Schutz vor Todesattacke. Ja, du bist eben eh schon zweimal aufgestanden, also... Da ist man Schutz auch vor Todesattacke. Okay. Ja, ich gebe ne dir, du hast noch Platz frei. Okay. So, dann will ich wieder kämpfen müssen. Tollen sollen. Ach Gott. Ja, kämpfen wir automatisch kurz. Flugtritt. Boom. Keine Ahnung, was Flugtritt bewirkt. Boom, tot. Ist auch gut. Okay. Ich werde wieder rausgehen und ich hole mir wieder Nina ins Team und dann stelle ich mich wieder vors Loch. Abgemacht. Abgemacht. Okay, bis gleich. So, wieder da. Im hoffentlich Standard-Team. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal Momo brauche, sonst drehe ich hier am Rad.
Gut, und ich hoffe, das war auch das letzte Mal, denn 3 oder 4 Mal bin ich jetzt schon draußen reingelaufen. Das nervt doch ein wenig. Okay, und dann wollen wir doch endlich hier durch. Ich kenne den Turm überhaupt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht an hier irgendwas. Oh nö, Gespenster. Ich will übrigens nochmal schlafen in der Runde. Was für eine Zusammenstellung. Das ist ja scheiße. Hoch 10. Hier machen wir Blitz. Und gar, du hast keine Magie, weil ich gerade schon zwei Gespenster begegnet bin draußen. Die mir Magie abgesaugt haben. Das hat genervt. Weil die zuerst dran waren, durften die halt zweimal, das waren 2 Stück, und dann habe ich halt 2 mal Magie verloren. Das war doch ein bisschen ärgerlich. Gut, der greift nochmal an. Das ist nicht so tragisch. Butsch. Butsch, Butsch. Ja, heilen. Ujo, 158. Ist klar, geht's dir gut. Ich hoffe doch. Juhu. So, einmal kurz heilen. Ich habe genug Heilkräuter und so ein Kram. Boom, und noch wer? Nö. Ja, Gardo zaubert eh nicht. Bin ich richtig? Nein, bin ich nicht. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott, das wird eine Schneiderei immer. Dieses raus und rein eben wieder. Boah, leck mir die Füße. Und hier ist schon mal eine Sackgasse. Das ist schon mal schön zu wissen. Das heißt, ich kann mich gleich wieder umdrehen. Schon wieder die beiden. Die gehen mir langsam auf den Zünder. Schattenlauf bringt nicht so sonderlich viel. Gar ja, nochmal drauf. Immer drauf. Druff, immer druff. Rutsch. Ah, Glückschlag. Nein, die können kritisch treffen. Was sind das für Viecher? Ujo. Gar, du triffst ja aufs Kritisch. Das gefällt mir auch so, aber ich glaube, das ist auch das Einzige, was du kennst. Boom. Nein, nicht tot. Tot ist doof. Das trifft nicht. Aber Rio hat ja auch einen Talisman. Da dürfte das nicht so schlimm sein. Ja, genau. Holt sich mit Willenskraft. Das war eine Platz. Danke. Warum trifft diese Scheißattacke so oft? Das gefällt mir nicht. Ich hasse die Gegner. So, wieder heilen. Termin. Hier lang. Hier geht's prinzipiell lang, aber da ist nichts. Gut. Da oben war ich schon eben, da war nichts. Hier rein. Ah, jetzt bin ich unten, okay. Und da ist auch schon mal nichts, das wissen wir jetzt schon mal wieder. Danke, Kampf. Nee, leck mich. Bitte. Nein! Gott! Warum machst du das? Mach doch wenigstens Rache. Machst du auch nicht, du bist doof. Willkommen, ich habe keine Lust. So, danke. Nicht gegen diese blöden Viecher, die nerven. Danke, so, jetzt kann weiter. Oh nö, schieben. Schieberätsel. Naja gut, was ist Schieberätsel? Aber wieder auf Gar, denn der kann den Block schieben. Prinzipiell. Nein, kann er nicht, denn er ist zu blöd dazu. Warum kannst du den Block nicht schieben? Was heißt ja Kenntnis dazu, dass du den Block nicht schieben kannst als Rio? Gar, rupp dir nicht am Gürtel rum. Gar, warum kannst du den Block nicht? Jetzt geht's. Warum auch immer. Lodidodido. Ganz gemütlich, denn wir sind ja Beamte. Denn die können sich die Zeit erlauben. Gott. Bitte mach mal ein bisschen hin. So, danke. Jetzt da rein. Ich sagte da rein. Gott, der muss genau davor stehen. So, jetzt ist er. Aber da war noch eine Tür eben. Da will ich doch erstmal gucken. Wohin es da geht. Nö, Gespenster. Typhoon, bitte sei zuerst dran. Danke, ich hoffe, die sind jetzt auch beide tot. Jetzt kann ich wieder nicht entkommen. Und dann haben die wieder einen mutigen. Und dann, ach. Nein, okay. Und sie machen es wieder. Juhu. Da sind auch noch scheiß Gegner drin. Oh, ich quengel so viel immer, aber... Wer macht das? Wer würde das nicht machen an meiner Stelle gerade hier, oder?
Nina, du hast doch keine Magie mehr. Ich glaube, mit Momo wäre es doch ein bisschen klüger gewesen. Wutsch. Rio levelt gleich. Schön. So, jetzt sag mir nicht da oben. Da oben steht eine Kiste. Wieder zurück. Denn alles, was ich sehe, das nehme ich auch mit. Wo ich es nicht mehr weiß. Gar, wie kommst du da hoch? Wie hast du das? Hä? Hier, Flucht. Ist mir scheißegal. Doch, ich kann entkommen. Ich bin entkommen.